Gehe jetzt auf linkverteis.net und verdiene kostenlos Geld mit Links. Dies ist sogar schon möglich für YouTuber mit 0 Abonnenten. Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Schaltkreis für LED-Strips selber bauen könnt. Diesen könnt ihr dann dafür verwenden, um die Farbe von dem LED-Strip einzustellen. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für den Schaltkreis benötigen wir einen BC547 Transistor, ein Potentiometer und einen Widerstand. Die Sachen brauchen wir jeweils dreimal. Als erstes müssen wir den Widerstand an die Base löten. Dann nehmen wir uns das Potentiometer und löten es mit den zwei rechten Beinen an den Widerstand und an den Emitter von dem Transistor. Das müssen wir jetzt dreimal machen. Nachdem wir das gemacht haben, brauchen wir eine Pappe. Auf die Pappe kleben wir nun die Potentiometer. Nun nehmen wir uns Kabel und isolieren sie ab. Jetzt löten wir die Kabel, wie im Video gezeigt, an die Potentiometer. Nun nehmen wir uns einen Stromanschluss und löten ihn wie im Video gezeigt fest. Jetzt löten wir den mittleren Transistor an Blau. Den linken an Grün und den rechten an Rot. Und Plus kommt direkt an Plus von dem Anschluss. Jetzt sind wir fertig. Wir müssen nur noch einen Stecker mit der passenden Spannung anschließen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.